Sieht das gut aus? Wunderschön. Ist ein bisschen schief noch, ne? Jetzt ist gerade. Guck mal, jetzt. Heute die Silberbesteck-Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei Anwurf, das Handballmagazin, Ausgabe 31 mit, also voller Kapelle, Meister. Wir haben SH-Liga-Meister aus Altdufen steht hier. Wir haben Landesliga-Meister aus Stockelsdorf. Hier kann man dich überhaupt sehen, Britta? Ne, das ist der falsche Pokal. Wir müssen hier so ein bisschen umjustieren, ne? Andere Richtung, ne? So, guck mal, jetzt sieht man dich so ein bisschen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Heute, wir wollen es mal ein bisschen spontan machen. Wir nennen uns heute beim Spitznamen. Stine wirst du genannt, ja, glaube ich. Stine, das ist Jojo, landesweit bekannt, habe ich erfahren, als Jojo. Niese und Malle. Zwischen Saison, Meister, Feier und Malle könnte man die Sendung auch nennen. Wir wollen ein bisschen über die Saison sprechen. Wir wollen gucken, wie hat Altdufenstedt gefeiert? Wie hat man in Stockelsdorf gefeiert? Wie ist man überhaupt Meister geworden? Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Die Pokale, kann ich sagen, existieren. Das ist ja auch nach so einer Feier immer ganz wichtig und gut. Das ist schon mal die erste gute Nachricht. Darüber sprechen wir. Wir haben natürlich auch wieder alle Fakten zu den Oberligen und zu den SH-Ligen. Und damit wollen wir gleich beginnen. Ein Interview, ein ausführliches Interview mit dem Präsidenten des Handballverbandes Hamburg. Knut Lange hat uns Rede und Antwort gestanden, hat viele interessante Einblicke gegeben, ist er jetzt ein Jahr im Amt dort und es ist vieles angeschoben worden, war auch ein bisschen turbulent im Winter, darüber reden wir auch in dem Interview. Es geht um das neue Leistungszentrum und natürlich die große Frage, was ist denn jetzt mit Backe in Hamburg? Die einen dürfen spielen, die anderen nicht und alle verzweifeln, vor allem in den Oberligen natürlich. Und auch da soll es eine neue Regelung geben. Wie die aussieht, werden wir heute im Verlaufe der Sendung klären. Aber vorher erst einmal die große Frage, wer gewinnt heute eigentlich Kroko? Ah, Jojo, okay. Du hast, glaube ich, sogar trainiert, oder? Also insofern, aber Trainingslager extra für Kroko. Kroko ist natürlich heute auch hier. Ist noch abseits. War noch extra beim Zahnarzt am Freitag, an der Wurzelkanalbehandlung bekommen und jetzt ist er hier und kann wieder spielen. Und wir wollen natürlich erst einmal ganz zu Beginn unsere Gäste auch wirklich näher kennenlernen und vorstellen. Und da haben wir wie immer unsere üblichen Fragen in unserer Vorstellungsrunde und wollen kurz die Runde machen. Was ist eure Wurfhand? Meine rechte Hand. Ebenso, ich bin auch Rechtshänder. Rechts. Rechts. Auch rechts. Auch rechts, also komplett durch die Bank heute nur Rechtshänder. Jetzt gehen wir mal die Runde zurück. Habt ihr ein Ritual vor eurem Spielen, bevor ihr auf die Platte geht oder auf die Trainerbank? Ein Ritual. Finn Kretschmer, letzte Woche putzt deine Ohren. Also meine Ohren putze ich nicht, zumindest nicht vorm Spiel. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber wir trinken Alkohol. Vor dem Spiel? Vor dem Spiel, ja. Wahlweise Sekt. Es gibt manchmal auch einen Schnaps. Manche trinken auch Bier. Und das immer in der Dusche. Alle zusammen, angezogen noch natürlich. Ja. Ohne, dass der Wasserhahn läuft. Ohne, dass der Wasserhahn läuft, ja. Ist noch nie passiert tatsächlich. Aber in der Landesliga Süd gibt es auch noch keine Dopingkontrollen. Wäre schlecht, wenn das jetzt in der Schleswig-Holstein-Liga kommt. Dann sind wir leider raus. Bei einigen auf jeden Fall. Interessant. Habt ihr euch so auf die Sendung auch eingestimmt heute? Ihr könnt noch unfallfrei reden. Es gab heute keinen Schnaps. Schade eigentlich. Ach so, okay. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, Schnaps, so wie Biene, weil das machen wir vor jedem Spiel. Und dann gibt es immer noch eine Ansage unter der Dusche und dann, ja, dann geht's raus. Für die Jüngeren, die hier sind, also Alkohol scheint also zum Erfolg zu führen. In Stockelsdorf ist die Welt noch in Ordnung. Wie sieht's in Altdufenstedt aus? Was trinkt ihr vorm Spiel? Kaffee. Nach dem Spiel wird dann Alkohol getrunken. Und mein Ritual, also ich höre ziemlich laut Musik, mein Nachbar freut sich auch immer schon, wenn dann Samstag wieder ja, bei mir die Musik dann gespielt wird. Und tatsächlich, ich weiß nicht warum, aber ich glätte tatsächlich meine Haare fast bei jedem Spiel. Das Übliche. Bei mir ist es nicht der Alkohol, ich trinke einen Vitamindrink, von dem ich selber nicht mal genau weiß, was da eigentlich genau drin ist, aber irgendwie hat mich es durch die Saison gebracht. Also Malle-Drink. Ja, genau, der spezielle Malle-Drink. Okay, also es wird auf jeden Fall überall etwas getrunken. Vitamine, Kaffee, bei euch beides wahrscheinlich. Ja. Der Mix macht es. Habt ihr ein Sportereignis persönlicher Art oder eben ein großes weltweites Sportereignis, was euch im Kopf geblieben ist, was euch so ein bisschen auch geprägt hat, vielleicht in eurer Sportlerkarriere? Die habe ich jetzt nicht, aber mich hat die WM 2006 geprägt.
Also bei mir ist es die Handball-WM 2007, das Wintermärchen damals. Ich habe ewig lange versucht, den Film, es gab ja mal einen Film dazu, wiederzufinden. Das habe ich bis heute irgendwie nicht geschafft. Also das hat mich irgendwie geprägt. Wir können ja so einen Trödelmarkt eröffnen hier. Wir haben ja eine coole Community. Trödeltime gibt es bei Böhmermann und Schulz im Podcast. Trödeltime bei Sprungwurf TV. Kennt ihr den Film vom Wintermärchen 2007? Dann bitte an Marleen. Also. Ja, meins war tatsächlich dieses Jahr. Die WM in Köln war ich und das war schon ziemlich genial. Wurde sogar auch eingeblendet während des Spiels. Ja. Stimmt, ich habe dich gesehen. Ja, genau, ich war das. Ja, mit meinem Freund und ja. Und wie war es von der Stimmung her? Sensationell. Also, das war schon mega. Das ist schon meins dann. Man hat viele haben gesagt, fast schon Mallorca-Stimmung, ausgefeiert, ausgelassene Feierstimmung. Total. Ja, wie gesagt, sensationell. Wo saßt ihr? Wir saßen tatsächlich fast unten schon mit. Wir hatten sehr gute Plätze. Ja, war ganz spontan, dass wir da hingefahren sind. Eigentlich wollten wir nach Amsterdam und haben uns dann doch spontan entschieden, nach Köln zu fahren. Man muss halt auch Prioritäten setzen. Ja, man muss auch mal spontan sein im Leben. Dann ist es so. Aber ich weiß tatsächlich noch, wir waren im Bahnhof mit ganz vielen ja hier in Kiel beim Public Viewing und da habe ich euch gesehen. Das weiß ich noch. So, Jojo. Ja, ich bin ja Tennis-Fan. Ich fieber immer den French Open entgegen, Roland Garros. Ich bin großer Rafa-Fan, das ist auch nochmal so ein Traum, ihn dann nochmal spielen zu sehen. Er wird wahrscheinlich nicht mehr so lange spielen. Der macht ewig noch weiter. Hoffentlich. Und handballerisch war dieses Jahr, war ich beim Final Four in Hamburg. Das ist ja auch immer ganz cool von der Stimmung. Und ich fahre auch übernächste Woche zum ERF-Final Four nach Kiel. Oh. Mhm. Und das heißt, du bist sehr viel unterwegs und Paris ist aber auch nochmal ein Ziel. Ja, in Paris war ich schon ein paar Mal. Okay. Ich bin Französischlehrer, unter anderem. Dadurch auch der Bezug. Und Tennis schon immer. Ich war auch schon immer Steffi Graf-Fan. Also ich bin irgendwie immer beim Tennis dabei. Okay, das erklärt auch die Affinität zu Paris. Sonst hätte ich gefragt, warum nicht? Genau. Australian Open. So, Tennis-Fan. Kurze Prognose. Verteidigen die Füchse den Titel oder macht es der THW beim ERF-Pokal? THW. Sind wir ja uns oben im Norden eigentlich einig. Wir müssen nochmal ausführlich diskutieren. Nächste Woche ist ja auch noch Derby. Flensburg-THW. Wer wird deutscher Meister? Leider nicht der THW. Nein? Nein. Wie geht's aus nächste Woche? Es wird wahrscheinlich knapp, aber ich denke 31-28. Für die SG? Für die SG natürlich. SG, du sagst dann wahrscheinlich wieder THW. Ihr sagt? Flensburg. Yes. THW. Also wir haben hier ein Putt. 2-2. Ich sag unentschieden, damit ich auf gar keine Seite komme. Ich möchte aber ein schönes Spiel sehen. Was ist dein Sportereignis? Bei mir tatsächlich auch WM 2007. Weil da noch die ganzen alten Hasen, Henning Fritz, dabei waren. Und ich habe noch die, war das noch eine Videokassette oder ist schon DVD gewesen? Den Film auf jeden Fall zu Hause. Hast den Film? Ich habe den Film. Ich glaube, es war schon DVD, ne? Da müsst ihr ja. Also Blu-ray noch nicht? Nee, Videokassette glaube ich auch nicht. Also ich könnte sie dir schicken. Oder wenn ihr nach Stockelsdorf kommt. So, guck mal, Trödeltime Nummer 1. So schnell habe ich damit gar nicht gerechnet, dass wir eine Lösung finden. Hervorragend, so connecten wir die Leute hier. Vorletzte Frage, wer ist euer Vorbild, euer persönliches? Handballerisch oder wie auch immer? Ja, gerade aktueller Anlass, Dirk Nowitzki, auf jeden Fall. Cooler Typ, lebt sehr zurückgezogen, finde ich gut. Wenig an der Öffentlichkeit, geiler Sportler. Und handballerisch Henning Fritz schon, Andreas Thiel, so die alten Hasen, Tor. Das sind schon so, ist so meine Zeit. Ja, ich bleib wieder beim Tennis. Steffi Graf und Rafa Nadal und handballerisch Magnus Wieslander. Mhm. Das war so ein kompletter Spieler und immer fair, Legende. Ja, mein Opi ist mein Vorbild. Das hatte ich ja auch schon letztes Mal hier erwähnt. Ja, der hat mich halt geprägt, der hat mich zum Handball gebracht, hat selber früher Feldhandball gespielt in der Bundesliga. Ja, das ist schon mal ein großes Vorbild. Wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist es handballerisch Dominik Klein. Ich bin so ein bisschen mit ihm groß geworden quasi, also nicht, dass ich ihn kenne, aber ich habe ihn im Fernsehen gesehen und das war immer mein Vorbild. Und persönlich oder privat meine Oma Christa, die sieht immer alles positiv und ja, in allem einen Sinn und so versuche ich auch durchs Leben zu gehen. Also wir sehen schon, dass so ein bisschen die Fraktionen hier gemischt sind. Wir haben hier zweimal THW
und da zweimal SG so ein bisschen. So höre ich zumindest, höre ich das zumindest raus. Letzte Frage, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Ja, also ich schließe dieses Jahr mein Studium ab und dann geht es für mich erstmal sozusagen in den Berufseinstieg, deswegen. In welche Richtung? Ich habe beim Land studiert und bleibe auch beim Land in der Verwaltung und ja, mal gucken, was da so kommt. Also ich bin ganz offen. Viel Erfolg dafür. Dankeschön. Wie sieht's bei dir aus, Denise? Ich kann das noch nicht sagen, ich weiß es noch nicht. Mal sehen, was in 5 Jahren ist. Und ja, fange jetzt auch nochmal eine Umschulung an und mal sehen, wo ich dann landen werde, was dann so auf mich zukommt. Du siehst dich in 5 Jahren in Paris. Also in Paris bestimmt, aber gerne mal im Stade Roland-Garros. Und gesund natürlich in 5 Jahren will ich sein. Ich bin ja schon ein bisschen älter als ihr. Du schließt ja die Runde ab. Natürlich Gesundheit ist das Wichtigste, aber Liegestuhl im Garten wäre auch nicht schlecht. Cooles Getränk in der Hand. Ja. Und dabei Sekt. Die DVD von 2007. Genau, die VHS, ja. Also, damit kennen wir jetzt unsere Runde. Vielen Dank schon mal für die Antworten. Wir reden gleich ausführlich über die Saison, gehen jetzt aber rein in das Interview mit dem Präsidenten des Hamburger Handballverbandes, Knut Lange, 1 Jahr lang im Amt. Und ich habe ihn getroffen im Haus des Sports in Hamburg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid aus dem Haus des Sports in Hamburg. Es geht um den Hamburger Handballverband. 1 Jahr lang ist der Präsident im Amt und den begrüße ich ganz herzlich. Hallo Knut Lange. Ja, guten Abend. 1 Jahr lang, ein sehr intensives Jahr bis hierhin. Wie geht's dir? Wie hast du dieses Jahr erlebt? Ja, in der Tat intensiv. Vor ziemlich genau 1 Jahr bin ich ja gewählt worden. Gut, dann schloss ich natürlich die Phase der Einarbeitung an. Wir haben ja dann personelle Veränderungen gehabt, das war relativ intensiv. Und ja, dann hatten wir die WM Anfang des Jahres, das war natürlich ein ganz tolles Ereignis für uns. Und ein weiteres Highlight zeigt sich ja, das ist das Leistungszentrum, in das wir demnächst umziehen. Das sind so die Highlights, sage ich mal. Und genau über die wollen wir heute auch sprechen, aber wenn wir noch einmal genau den Blick, 365 Tage und ein paar, zurückblicken, das war ja auch ein sehr spannender Verbandstag. Dann wurdest du gewählt und im Vorfeld haben viele gesagt, das ist ein Mann der Basis. Inwiefern konntest du das auch als Trainer, der du warst, auch mit reinbringen in die Arbeit jetzt im Verband? Ja, das hilft mir natürlich. Also ich bin ja selber Handballer. Ich habe mit 6 Jahren angefangen zu spielen. Gut, mittlerweile spiele ich nicht mehr. Habe dann ja meine Söhne begleitet als Betreuer, als Trainer. Habe Auswahl trainiert und bin ja auch immer noch in einem Verein, also im Walldörfer SV aktiv, also in der Vereinstätigkeit, und das hilft mir natürlich jetzt auch hier bei der Verbandstätigkeit. Und jetzt ist dieses erste Jahr vorbei. Was ist so das schönste Ereignis gewesen neben der WM, aber im Verband selbst, was ihr erreichen konntet, was du sagst, das war mein Highlight in diesem Jahr? Ja, also man kann ja auf Verbandsebene auf einer ganz anderen Ebene gestalten. Ja, das ist natürlich schon toll. Ja, also dass wir uns für große Ereignisse stark machen können. Wir hatten die WM, und wenn wir jetzt einen Blick schon mal ganz weit nach vorne werfen in Richtung EM 2024, ja, also dass man da mitgestalten kann und sich jetzt als Beispiel mal für mehr Spiele stark machen kann, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Ja, dass wir jetzt strukturell, und das ist ja auch ein Anliegen von mir, also dass wir uns strukturell nochmal verbessern, ja, was Leistung anbelangt. Und da spielt das Leistungszentrum natürlich dann eine ganz, ganz große Rolle. Und dass man da einfach ja, was bewegen kann, das ist natürlich ganz toll. Ein ganz großes Thema vor der Weltmeisterschaft war die Frage, wenn wir die Euphorie bekommen, wie bringt man sie in die Vereine, an die Basis? Jetzt hatten wir die Euphorie tatsächlich. In der Bundesliga merkt man den Effekt? Merkt man den auch an der Basis? Aus meiner Sicht können wir das bestätigen, ja. Also einmal tatsächlich ein Kompliment an den DRB. Die Vermarktung und die Gestaltung der WM, also ist nochmal ein Stück professioneller geworden, als ich das so aus der Vergangenheit kenne. So, und jetzt ist es natürlich auch ein Stück weit an uns, die Nachhaltigkeit im Verband und auf Vereinsebene sozusagen zu fangen. Wir haben schon mal gezählt, erste Mitgliedersteigerung feststellen. Okay. Ja, wir haben also seit der WM außergewöhnlich viele Zuwächse im Jugendbereich. Das ist außergewöhnlich für diese Jahreszeit. Normalerweise ist das erst im Anschluss so an die Sommerferien.
Da haben wir also Zulauf. Und ganz klar bestätigen kann ich es von unserem Verein, vom Waldorfer SV, da haben wir insbesondere im E-Jugendbereich und Mini-Bereich tatsächlich starken Zulauf. Und jetzt kommt das Leistungszentrum. Gerade schon angesprochen, seit Jahren läuft die Planung. Wann geht ihr rein? Genau, hier auch als erstes mal ein Kompliment an Bederland, also den Bauherren, die werden das in Time und in Budget vollenden. Planungsdatum ist der 7.6., wird politische Übergabe sein und wir ziehen dann auch direkt Anfang Juni mit der Geschäftsstelle dorthin. Und gut, dann wird sich das im Moment einpendeln, aber nach den Sommerferien werden wir das sozusagen richtig mit Leben füllen. Jetzt versuchen viele Standorte, neue Leistungszentren zu bauen, weil man auch das in der Jugendarbeit merkt, dass sie gebraucht werden. Welchen Effekt genau erwünscht ihr, erhofft ihr euch durch das Leistungszentrum, das neue? Genau, also in der Leistung, das spüren wir ja an vielen Stellen, ist die Qualität gestiegen. Ja, also die Ausbildung in den Vereinen und auch wir vom Verband in den Auswahlmannschaften müssen die Spielerinnen und Spieler natürlich noch mal besser ausbilden, wenn wir sie auf so ein DHB-Niveau bringen wollen. Dabei wird uns das Leistungszentrum ganz klar helfen. Ja, Stichwort vielleicht auch nochmal Video-Feedback-Anlage. Ja, also es ist ja einfach noch eine ganz andere Qualität, die man damit erreichen kann, als wenn ich eine ganz normale Halle habe, in Anführungsstrichen. Das Ganze hat aber auch, wie soll ich sagen, indirekte Effekte. Also wir wollen ja auch, dass das Schiedsrichterwesen als Beispiel oder die Trainerlehrgänge dort auch stattfinden. Ja, dass wir auch sozusagen auf diesem Wege die Qualität im gesamten Verbandsgebiet eben auch steigern können. Ja, es soll ja eine Halle sein, von der alle Vereine letztendlich, an der sie partizipieren können. Und die wichtige Antwort auf die Frage, darf man da eigentlich mit Backe spielen und wie sieht das gleich in dem gesamten Raum Hamburg aus, die gibt es gleich, denn das Interview geht noch ein ganzes Stück weiter. Das könnt ihr ab morgen auch bei Sprungwurf TV dann in voller Länge sehen. Part 2, aber gleich, also wir haben es nur gecuttet, seht ihr gleich im zweiten Teil unserer Sendung. Jetzt aber gucken wir erst einmal, wir haben schon mal ein bisschen umgeräumt hier, die Pokale aus dem Bild, also wir sind auch da, wie man jetzt sehen kann. Und ich freue mich sehr, dass heute Denise und Marlene vom TSV Altduvenstedt da sind. Letzte Woche noch auf dem Traktor gesessen und die Meisterschaft gefeiert. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, denn ihr seid Meister und steigt in die Oberliga auf. Habt ihr es denn schon realisiert? Ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Also ich nicht. Also nee, also wir waren jetzt am Wochenende nochmal im Dorf beim Griechen essen und feiern auch. Also da war auch wieder Alkohol im Spiel. Und da haben wir auch wieder festgestellt, da sind Leute auf uns zugekommen und haben uns beglückwünscht, die wir, also ich habe die vorher noch nie gesehen, aber man hat irgendwie was bewegt im Dorf. So langsam realisieren wir das, aber es kommt erst nach und nach. Das heißt, für die Oberliga ist auch eine noch vollere Halle eigentlich zu erwarten. Das wäre auf jeden Fall schön. Also unsere Halle ist so schon echt sehr gut mal gefüllt. Und ja, natürlich hoffen wir, dass da noch einige mehr kommen. Ja. Aber wenn man mal ernst ist, wir gucken uns hier jede Woche in der Sendung die Tabelle an und immer Altduvenstedt oben. Da konnte man doch eigentlich nie einen Zweifel dran haben, oder? Wie war es bei euch im Team? Da muss ich ehrlich sein, ich habe am Anfang der Saison schon gesagt, wir steigen diese Saison auf. Und das war dann auch so. Und ja. War das Prognose oder war das Pushen? Das war Pushen. Ja, also es ist bis zum Ende ja knapp geblieben, die ganze Saison. Also Mönckeberg hätte es genauso noch auf dem Meisterplatz schaffen können. Ja, wir haben von Spiel zu Spiel geguckt. Ich glaube, das war auch das Entscheidende. Ihr habt dann einmal kurz jetzt, bevor der Meistertitel kam, bei Dreier verloren. War das nochmal der nötige, auch wieder Push-Effekt, um zu sagen, jetzt erst recht? Ja, also ich glaube, das hat tatsächlich so den letzten Push gegeben, um dann wirklich im Spiel gegen Wellingdorf nochmal einen draufzusetzen und das Ding nach Hause zu holen. Jetzt habt ihr am Wochenende nochmal das Topspiel gehabt bei Mönckeberg-Schönkirchen. Viele hatten sich gefreut, das wird der letzte Spieltag, das kann das Duell um die Meisterschaft werden. Dann habt ihr es schon im Vorfeld entschieden. Wie war es am Wochenende? Ihr habt schon wieder gewonnen mit einem. Wir haben das erste Mal in Mönckeberg gewonnen tatsächlich, also wir haben sonst, sind da nie über ein Unentschieden hinausgekommen, das war auch nochmal ganz besonders, aber eigentlich, für uns natürlich schön, nur eine Niederlage, aber auch das Ambiente da war nochmal toll, es war ein spannendes Spiel für die Zuschauer nochmal, es ging hin und her, mal war Mönckeberg vorne, mal wir und am Ende haben wir zusammen den Oberligakreis gemacht, das war auch nochmal was ganz Besonderes, wir kennen uns teilweise seit der Jugend und Torben, also unser Trainer, kommt auch ursprünglich aus Schönkirchen, also für ihn auch immer was Besonderes, wenn wir da hinfahren.
ja, war auch nochmal ein richtig schöner Tag. Und bei Mönckebergschönkirchen ist es so, dass dort jetzt ein Trainerwechsel ansteht. Bernd Hinrichs hört auf, wird zwar noch im Hintergrund tätig sein, aber nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Und ich habe heute gehört, dass ein Trainer gesucht wird. Also jetzt hier, wenn auch Trainertalente zuschauen, bewerbt euch bei Mönckebergschönkirchen. Die sind jetzt auch in der Oberliga und dann seht ihr euch da wieder. Was erwartet ihr von der Oberligasaison sportlich? Weil Aufsteiger sagen ja meistens, oh, Klassenerhalt, und dann sieht man plötzlich, Heide marschiert durch. Für euch, was wird das Saisonziel sein? Wir haben uns natürlich auch besprochen, wir wollen auf jeden Fall die Klasse halten und das ist dann auch das, was wir wollen, den Klassenerhalt. Genau. Und wir gucken dann Spiel zu Spiel, was dann passiert und naja. Jetzt ist die Saison erstmal zu Ende und die verdiente Pause und dann starten wir erst wieder voll durch. Wann geht's nach Mallorca? Juni tatsächlich, nächsten so Monat. So spät erst? Ja, genau, nächsten Monat geht's los. Da hat der ein oder andere den Meistertitel schon wieder vergessen. Ach Quatsch, also wir auf gar keinen Fall. Nein, Spaß. aber wir müssen natürlich drüber sprechen, wie ihr den gefeiert habt. Weil jetzt zwar im Griechen, wie ich rausgehört habe, aber letzte Woche vorher war auf Instagram zu sehen, habt ihr euch einen Traktor gemietet? Nee, gemietet gar nicht. Der wurde uns, also es war eine Überraschung tatsächlich. Okay. Wir waren ja bei denen noch zum Interview und da wurde uns gesagt, ihr habt 15 Minuten Zeit, ihr müsst schnell duschen. Wir haben eine Überraschung für euch. Also ich glaube, der Vorstand war es tatsächlich, der das, ja genau. Genau, Nina, nochmal vielen Dank. Und ja, dann wurden wir abgeholt und dann stand auf einmal ein Trecker vor der Hallentür, ein Planwagen und war duschstehtmäßig geschmückt, 15 Liter Ummelmurmel. Eine Stunde hatten wir Zeit, das war die Challenge und ja, wir haben es geschafft. Logischerweise. ja, aber echt ja, super, super geil, tolle Überraschung. Und das heißt, ihr seid eine Stunde dann durchs Dorf gefahren? Ja, mit lauter Musik, wir haben gesungen, das war schon sensationell war das. Genau. Das war sensationell, ja, das glaube ich, das hat man sich auch. Wir haben ordentlich gefeiert bis in den frühen Morgenstunden, ja, einige sind noch weiter, andere sind nach Hause. Mit dem Traktor, ja. Unglaublich. Wenn ihr dann so die Saison so ein bisschen Revue passieren lasst, wann habt ihr zum ersten, ich meine, du hast es schon vor der Saison gewusst, aber wann hat man denn so wirklich im Team gespürt, diese Saison geht was? Gab es da diesen einen Moment? Kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Also wir haben so richtig drüber gesprochen, dass wir Meister werden wollen oder dass wir aufsteigen wollen unbedingt. Haben wir eigentlich tatsächlich nie. Wir haben, wie gesagt, immer von Spiel zu Spiel geguckt und dann war es irgendwann so ein Gefühl. Ich glaube, mit dem Start der Rückrunde Anfang des Jahres war irgendwie was zu spüren, dass irgendwie tatsächlich was geht. Ja, als wäre der Herbst. Ja, genau, als wir Herbstmeister waren. Ja, genau. Es war zu Beginn sehr, sehr spannend. Dreier Hübeck war zu Saisonbeginn auch von vielen als Geheimfavorit so ein bisschen gesehen und sind ja auch top gestartet. Was ist da dann passiert? Warum sind die plötzlich so abgeknickt? Ich glaube, sie wussten es selber nicht. Ne? Also wir Außenstehende, glaube ich, können das noch weniger sagen. Ich habe auch mit Übersee gerechnet. Die sind erst am Ende wieder sozusagen in ihre Form gekommen. Da hatten ja einige auf jeden Fall die beiden auf dem Zettel. Man muss sagen, also wenn ich mich an die Interviews vor der Saison erinnere, hatte uns, glaube ich, tatsächlich niemand so richtig auf dem Zettel. Hat das Ganze irgendwie noch ein bisschen schöner gemacht. Ja. Preetz war auch immer noch ein Geheimfavorit. Ja, auf jeden Fall. Preetz. Mönckeberg war auch immer für uns eine der Titelfavoriten. Also es war ein sehr, sehr spannendes Feld. Das wird ja auch übrigens die Liga dann sein oder die Mannschaft, mit denen ihr es dann in der kommenden Saison zu tun bekommt. Das heißt, was für eine Liga erwartet Stockelsdorf 2? Eine starke Liga und aber total verschiedene Mannschaften. Also wenn man, ja, Wellingdorf hat eine völlig andere Spielweise. Gut, die sind jetzt nicht mehr dabei, aber bei uns jetzt hatten sie eine völlig andere Spielweise als zum Beispiel Dreier mit einem mega wurfstarken Rückraum. Wellingdorf hat sich überall durchgewühlt, auch unangenehm gegen die zu spielen. Also ganz verschiedene Mannschaften. Jetzt kommt die Sommerpause, gerade schon angesprochen. Wie verändert ihr euch? Bleibt der Kern zusammen? Es war schon auf Instagram ein bisschen zu lesen, auch auf Facebook, wer so geht. Könnt ihr das kurz zusammenfassen?
Ja, tatsächlich, wir haben 3 Abgänge plus einen Trainer von uns. Wir fangen mal mit dem Malte an. Malte wird uns verlassen aus dem Trainerstab. Der wird nach Hohn gehen, HSG Eiderhade, und wird da eine männliche B-Jugend trainieren. Ja, dann haben wir verabschiedet am Samstag Matita Jess, die zum Notaris League geht, in die zweite Bundesliga. Dann haben wir Levko Ohm, die nach Kiel sogar hierher kommt, die wird beim Team Altenholz spielen. Und Inga Milverstedt, sie macht erstmal eine kleine Handballpause und widmet ihre Freizeit halt ihrer Familie. Das heißt, Levke seht ihr wieder im direkten Duell. Genau, genau. Levke, wir sehen dich wieder. Genau. Und ja, Neuzugänge haben wir tatsächlich auch zu verkünden. Die erste Zusage kam von Sina Kosik. Das ist die Schwester von Berger Kosik. In der zweiten hat sie, oder spielt sie halt noch, und wird uns im Tor verstärken. Dann haben wir den zweiten Neuzugang mit Janine Herbst. Eine alte Bekannte für mich, mit der habe ich schon in Hohn zusammengespielt, hat früher auch dritte Liga gespielt, so kann ich mich noch dran erinnern. Und aus Fockbeck tatsächlich hat Lone Korbjörn noch zugesagt bei uns, noch eine Mittelspielerin. Ja, freuen wir uns tierisch drüber, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, und ja, wir freuen uns auf euch. Also ihr bleibt, Trainer Torben bleibt auch. Genau. Und wann geht's los mit der Saisonvorbereitung? Ich würde sagen, ich glaube, so Anfang Juni möchte Torben starten mit uns. Genau, wir sind dann ja noch eine Woche. Ich denke, da seid ihr auf Mallorca. Ja, eine Pause. Genau, also wir starten Anfang Juni, werden dann bestimmt 2 bis 2,5 Wochen trainieren, so grob. Und dann, wie gesagt, geht es erstmal nach Malle. Da werden wir dann anders trainieren. Ich frage jetzt nicht, wie. Ja, und genau. Und danach geht es dann, denke ich, nochmal in die Vollen. Hattet ihr schon so ein Bad-Taste-Training? Oder kommt das noch? Das machen ja auch viele, so zum Saisonabschluss einmal so raus aus den Handballklamotten, rein ins hübsche Outfit. Ist bei uns tatsächlich, glaube ich, nicht geplant. Also wir sehen uns diese Woche nochmal zum Abschlusstraining, auch mit denen, die gehen und uns eben verlassen werden, dass man sich nochmal sieht und ein letztes Training zusammen hat, was man genießen kann. Sicherlich wird da Spaß im Vordergrund stehen, aber ich glaube, die Outfits vielleicht mal wieder, die Meistershirts gehen momentan immer, also wahrscheinlich mit denen. Bei euch wahrscheinlich du im SG-Outfit, du im THW-Outfit vielleicht. Oder so, ja. Vor dem großen Derby. Ja, wir kommen nochmal direkt zu euch. Denn wir wollen natürlich auch euch noch als Vertreterin der Mannschaft gut kennenlernen. Ihr habt Steckbriefe ausgefüllt. Marlene, du hast gerade das Mikro schon in der Hand. Wir können mal auf deinen Steckbrief, der wird da jetzt eingeblendet, schauen. Also Malle genannt, wie viele Namenswitze gibt es mit deinem Namen schon, mit deinem Spitznamen? Ja, also ich muss mir das immer wieder anhören. Auf Mallorca werde ich auch regelmäßig gefragt, wie mein Name ist, weil auf allen Malle-Shirts ja Malle 2018, 2017 und was nicht alles draufsteht, wie denn mein Name sei. Dann muss ich immer wiederholen, dass es auch mein Name ist, aber ja. Die Insel ist ja der Legende nach auch nach dir benannt worden. Links außen, aber auch rechts außen. Ja. Und du spielst Handball, weil das Quidditch-Team schon voll war. Ich glaube, in Kiel gibt es auch ein Quidditch-Team. Tatsächlich. An der CRU, habe ich mal gelesen. Also ich lerne hier, also ich kriege das Video von 2007, ich kann noch Quidditch spielen, also der Abend hat sich für mich auf jeden Fall schon gelohnt. Also da könnte ich dann mal vermitteln, glaube ich. Also das finde ich auch noch sehr, sehr interessant. Ich liebe die Aggressivität, die Anspannung, die Dynamik, das Mit- und Gegeneinander, die ständige Entwicklung, das Tempo und die Emotionen. Und ich glaube, in der Originalversion geht der Aufsatz auch noch ein bisschen weiter. Aber du lebst für den Handball. Wie bist du zum Handball gekommen? Ich habe in Hohn angefangen, Handball zu spielen. Da hieß es nicht HSG Eiderhade, sondern HSG Hohenelsdorf, glaube ich noch. Und dann mit meiner besten Freundin damals, und die hat sich fürs Reiten entschieden. Das fand ich irgendwie auf Dauer langweilig und bin dann beim Handball geblieben. Und dann irgendwann erfolgreich jetzt in die Oberliga aufgestiegen. Denise, wir kommen zu dir. Ja. Und da haben wir ihn. Und sehen, dass du auch, ihr rotiert beide, oder? Links außen, auch mal rechts, je nachdem, wo wer gerade Lust hat, oder wie drüsselt ihr das auf? Wir knobeln das immer aus, nein. Die einen trinken, die anderen knobeln, das ist Spielvorbereitung. Ja, warum rechts? Ja, wenn halt, also wir hatten ja letzte Saison halt auch mal also eine Spielerin, die längere Zeit verletzt war, und somit sind wir dann halt rübergegangen und haben uns echt zum Teil abgewechselt, ne? Ja, genau.
Und warum du zum Handball gekommen bist, haben wir jetzt vorhin schon gehört. Dein Opa hat, wo hat dein Opa gespielt? Der hat früher in Büdelsdorf tatsächlich gespielt. Genau, und da, wie gesagt, Feldhandball. Ja, und dadurch bin ich dann halt zum Handball gekommen. Der hat mich dann, ja, mal in die, ich habe früher in Vogtbek gespielt. Und da habe ich dann halt angefangen und bin dann halt weiter, ja, gegangen. Nach einmal Hohen. Rund am Kanal. So die verschiedenen genau. Stationen abgearbeitet. Dann nach Hohen und jetzt bin ich bei Dubenstedt und ja, super glücklich, in so einer tollen Mannschaft zu sein. Und wie lange wollt ihr noch spielen? Dort in Altdubenstedt? So lange wie es geht, ne? Jo. Oberliga rocken. Auf jeden Fall. Wir gucken uns gleich nochmal, das finde ich persönlich sehr interessant, den Pokal genauer an. Wir machen jetzt aber nochmal kurz den Cut. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Abend hier seid. Ja, wir auch. Danke. Es gibt ja auch noch Community-Fragen an euch. Da sind einige reingekommen. Jetzt schauen wir auf das Thema, worauf, das haben viele geschrieben im Vorfeld, viele gewartet haben, auf das Thema Backe in Hamburg, was natürlich euch dann in der Oberliga auch interessieren wird. Denn im Raum Hamburg ist das eben immer auch so, ja, lala, sage ich mal. Da wird auch so ein bisschen geknobelt, wann darf man mit der Backe spielen und wann nicht. Nein, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Die Hallen sind dort teilweise von der Schule belegt und ihr kennt die Problematik. In den einen Hallen darf Handball eben mit Backe gespielt werden, weil geputzt wird. In den anderen Hallen ist auch das Putzen zu teuer. Das ist natürlich auch immer ein Kostenfaktor. Wie wird das geregelt? Das ist die große Frage und das hier ist die Antwort von Hamburgs Präsident Knut Lange. Darf man dort mit Backe spielen? Da darf man mit Backe spielen, ganz genau. Das ist ja auch ein wirklich ganz großes Thema in Hamburg, von der Oberliga, teilweise in der dritten Liga bei Hamburg-Barmbek bis runter. Dass das große Thema ist, es darf vielerorts einfach nicht mit Backe gespielt werden in Hamburg. Wie siehst du die ganze Problematik und kann man da irgendwas drehen und wenden in den nächsten Jahren, Monaten vielleicht schon? Ja, genau, da sind wir bei. Also das Spannungsfeld ist uns natürlich bewusst, völlig klar. Und gut, Barmbek hat ein Stück weit den Trigger gemacht, aber wir haben das aufgenommen. Wir sind mit der Stadt in Gesprächen, mit Schulbau Hamburg in Gesprächen, weil wir, also wir haben ja das Spannungsfeld insbesondere in der Oberliga. Ja, also erste bis dritte Liga dürfen ja, das war ja auch vorher schon so. Und in der Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein haben wir eine Mischsituation, einmal zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein und zum Teil auch innerhalb unseres Verbandsgebietes, weil es ja im Randgebiet, also in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Hamburger Vereine gibt, die mit Backe spielen dürfen. Ja, so haben wir intern sogar noch ein Spannungsfeld. Was wir lösen wollen mit einem Konzept, dass es Schwerpunkt Sporthallen gibt, Handball, für Handball, und wo dann mit Backe gespielt werden darf. Ja, da wird es natürlich mit den Vereinen nochmal auch Regelungen geben, die müssen da auch ein Stück weit mithelfen. Aber das ist der Ansatz, wo wir in allen, und mit allen meine ich jetzt alle sechs Oberliga-Ligen, also B-Jugend, Jungs-Mädchen, A-Jugend, Jungs-Mädchen und im Erwachsenenbereich männlich-weiblich, in allen sechs Ligen alle Hallen zu Schwerpunkt-Sporthallen Handball machen wollen, in denen dann mit Haftmitteln gespielt werden darf. Wenn ich jetzt nicht zu diesen sechs Vereinen gehöre, aber doch mal aus der Hamburg-Liga in die Oberliga aufsteige, wird es dann auch vielleicht mal Regelungen mit den Schulen geben, dass man eben sagt, okay, ihr dürft das diese Saison, wenn ihr natürlich hinterher putzt? Genau, also da wird es natürlich eine Dynamik geben, das ist uns bewusst, das ist auch Schulbau Hamburg bewusst, dass das nicht in Stein gemeißelt ist. Und wenn wir heute da, also wahrscheinlich werden es acht Hallen, wenn wir heute acht Hallen festlegen, dass sich das verändern wird, auch das ist vorgedacht, sage ich mal, dass wir uns einmal im Jahr mit Schulbau Hamburg zusammensetzen und dann immer gucken, gibt es da Veränderungen, müssen wir vielleicht nochmal was verschieben. Weil das ja ein Thema wirklich ist, was einfach polarisiert. Man sagt ja so gerne, es ist eine andere Sportart, wenn man es ohne Backe macht. Und du kommst ja dann auch direkt aus dem Handball, wenn du mit sechs Jahren schon angefangen hast. Was sind denn deine weiteren Pläne neben dem Leistungszentrum, neben der Backe? Was ist in naher Zukunft Thema im Verband? Gut, also ein großes Thema ist tatsächlich Verbesserung der Leistung. Hatten wir jetzt so ein bisschen, da sind das natürlich, dass das Leistungszentrum ein Riesenbaustein, da ist Backe oder Haftmittel natürlich ein Baustein, dass wir die Qualität in unseren oberen Ligen einmal verbessern. Also das ist eins. Und ein weiteres ist Mitgliedergewinnung. Ja, also wir haben da ja auch Höhen und Tiefen erlebt und das ist eins der ganz großen Themen, was wir strukturell auch nochmal angehen wollen, dass wir tatsächlich für mehr Mitglieder im Handball, im Hamburger Handballverband sorgen. Wie könnte man das am effektivsten tun? Gut, wir kennen das moderne Leben eines Schülers. Also wir müssen in die Schulen rein. Das ist, ist sowas und das wird auch ein Verband ja nicht alleine können, sondern wir müssen natürlich ein Stück weit
gemeinsam mit den Vereinen in die Schulen rein, in die Grundschulen insbesondere rein und vielleicht sogar auch noch davor sogar ansetzen, dass es sozusagen vor Grundschulen Sportereignisse oder Handballsportereignisse gibt, mit denen wir also junge Kinder eben für Handball nochmal begeistern können. Da müssen wir ran. Ein weiteres großes Thema, was die Verbände gerade aktuell umtreibt, ist eine mögliche strukturelle Revolution fast schon vom DHB. Ich habe gelesen, du bist promovierter Geophysiker. Was ist denn schwieriger zu verstehen, die Strukturen in der Physik oder die beim DHB? Also da hätte ich jetzt eine klare Antwort, dass wir also in Richtung Geophysik ist das schon komplexer. Also die Idee des DHBs kann ich ja auch nachvollziehen. Ja, also es gibt heute 22 Landesverbände. Und dass man da über Fusionierung eine gewisse Zentralisierung erreichen möchte, erkennen wir ja. Also man schielt ja da immer häufig nach Frankreich, die da ein ganz zentrales Modell haben. Wobei, da bin ich der Überzeugung, das wird sich hier in Deutschland so nicht anwenden lassen. Wir sind ein föderales Land. Ja, die ganzen Landesorganisationen, auch in den Landessportbünden, sind ja föderal organisiert. Ja, und das ist auch gut so und das hat auch eine gewisse Berechtigung. Ja, also dass man da über 16 Verbände mal Perspektive spricht, leuchtet mir ein. Darüber hinausgehend bin ich kein Freund dieser Fusionierung, weil ich glaube, dass wir hier in Hamburg eine so hohe Identität haben und im Zuge der Metropolisierung auch im Handball also auch genug, ja, wie soll ich sagen, Power haben, um hier eine gewisse Eigenständigkeit einfach zu bewahren. Ja, ich gebe mal ein paar Beispiele. Einmal sind das die Besucherrekorde, die der HSV bricht in der dritten Liga, in der zweiten Liga. Das sind die tollen Auslastungsgrade bei der WM jetzt gewesen. Final Four haben wir jedes Jahr, ja, war ja gerade kürzlich, was aus allen Nähten platzt. Also Hamburg hat eine Handballlandschaft und die wollen wir auch so nicht aufgeben. Deswegen bin ich kein Freund der Fusionierung über 16 Bundesländer oder 16 Verbände hinaus. Was wäre aus deiner Sicht neben einfach der Fusionierung, wenn sie denn käme, was wäre denn noch eine sehr gute Lösung? Wie stehen denn die Landesverbände überhaupt zu diesen ganzen Gedanken? Man hört ja viele Kritiker, die sagen, ständig wird irgendetwas reformiert, aber nie kommt etwas an der Basis an. Ja, gut, wir müssen vielleicht auch nochmal unterscheiden. Also wozu eine Fusionierung? Wenn wir über die Entwicklung von Leistung sprechen, dann wird es Zentren geben, das ist auch sinnvoll, weil, hatten wir vorhin ja schon besprochen, die Qualität dort gesteigert werden muss. Und dass man da nicht 22 Zentren einrichtet, leuchtet auch ein. Ja, also dass da ein Weg etwas anders läuft, ist völlig in Ordnung. Aber das müssen wir trennen von der Fusionierung der Landesverbände. Ja, und dass wir zusammen, also wir arbeiten ja sehr gut zusammen, das darf man ja auch nicht vergessen mit Schleswig-Holstein. Ja, wir haben Nachbarn, wir arbeiten gut mit Niedersachsen und mit Schleswig-Holstein zusammen. Wir haben mit Schleswig-Holstein die gemeinsame Oberligen. Wir wollen das nochmal verstärken, dass wir da noch weitere Aktivitäten vielleicht im Bereich Beach oder Integrationssport auch nochmal uns verstärken. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir nicht zusammenarbeiten. Und wir wollen auch da noch einen Schritt weitergehen und diese Synergien, die es gemeinsam gibt. Ich gebe da nochmal ein Beispiel, ist Passwesen. Ja, dass wir das gemeinsam machen mit Schleswig-Holstein, da spricht ja auch nichts gegen. Aber auch das müssen wir trennen ja von der Fusionierung der Landesverbände. Am Ende des Tages geht es ja wahrscheinlich um Spielerinnen und Spieler, um Schiedsrichter zu bekommen, um eben viele Leute in den Handball zu akquirieren. Genau, aus Sicht der Mitgliedergewinnung ähnlich. Ja, also auch das können wir ja gut machen. Also das können wir einmal in unserem Landesverband oder jeder Landesverband kann das für sich schon sehr, sehr gut machen. Das können wir auch gerne gemeinsam. Aber das können wir jetzt als Beispiel als Landesverbände deutlich besser als der DHB. Mhm. Der DHB steht nicht unmittelbar am Mitglied. Das tun ja genau die Landesverbände. Ja, und das ist die Arbeit, die wir ja auch gerne und gut machen wollen, die wir auch gerne gemeinsam mit unseren Nachbarn tun wollen. Aber auch das, wie gesagt, ist ja noch nicht gleichbedeutend mit einer Fusionierung. Absolut. Abschließend gefragt, wenn wir über den Hamburger Verband im vergangenen Jahr sprechen, ein sehr turbulentes Jahr, war auch das Thema Landestrainer, jetzt mit Gerd Adamski ein neuer. Wie war das aus deiner Sicht, die ganze Entwicklung, dass es da zwischenzeitlich zumindest medial ein bisschen turbulent wurde, hatte man den Eindruck? Ja, gut, das war jetzt natürlich intensiv und natürlich hat so ein Wechsel ja vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Aber aus unserer Sicht war er notwendig. Wir haben ihn vollzogen und wir sind sehr, sehr glücklich, dass Gerd jetzt bei uns ist und
auch schon gut in die Arbeit hineingefunden hat. Und ja, jetzt wollen wir nach vorne gucken und eigentlich gemeinsam gute Arbeit leisten. Dafür wünsche ich dir alles Gute. Vielen, vielen Dank für das Interview und damit zurück ins Studio. Genau, vielen Dank. Und da sind wir und wir sagen noch einmal vielen Dank an Knut Lange für dieses ausführliche Interview, das ihr euch natürlich noch einmal im Real Life angucken könnt. Die ganze Sendung stellen wir wie immer in die Mediathek und anschließend kann man das hier auf Facebook ja sowieso alles nochmal genau sekündlich nachschauen. Aber das Interview separat werden wir bei Sprungwurf TV und auch auf Radio vom auf Facebook, YouTube und in der Mediathek von Sprungwurf TV definitiv hochladen. So, kann man uns noch sehen? Ja. Man kann uns noch sehen, ich habe einmal den Pokal, den wollte ich hier nochmal hinstellen, denn es gibt ja tatsächlich, wir holen auch gleich eure nochmal raus, wobei die tun sich vom Layout her nicht sehr viel, vom Aufbau, sage ich mal. Genau, früher gab es sowieso schon den Wimpel, jetzt aber diesen Pokal, der ausschaut, ich habe es vorhin schon mal gesagt, als ob man einen Pokal auf die olympische Fackel getan hat. Aber ich finde es klasse, dass es einen Pokal gibt und auch so einen schönen, denn ich glaube, im Vorfeld letzten Jahre gab es keinen, oder? Und ich finde noch viel schöner, dass er es überlebt hat, was ihr Traktor mit ihm angestellt hat. Wer hat nicht aus diesem Pott getrunken? Ich glaube, niemand. alle haben da draus getrunken. Kriegt das Wort Wanderpokal eine ganz andere Bedeutung. So, also er sieht, auf jeden Fall habt ihr ihn für heute sauber gemacht, freut mich sehr. Euer Pokal sieht, oder ist das euer Pokal? Der sieht gleich aus, aber die Schrift ist zum Glück anders. Genau, hier ist SH-Liga. So, ich finde das ja mal super, wenn wir Pokale in der Sendung haben. Größer, ne? Ja, genau. Ich mache das jetzt nicht ab, als hier die Jungs waren, ich glaube, es waren die Jungs, oder? Von der SG Wiff, da habe ich den halb zerstört, den Landespokal. Deswegen will ich das heute nicht tun. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen der Aufruf, wenn ihr Fragen habt an unsere vier Meister aus Altduvenstedt und aus Stockelsdorf, schreibt jetzt unter den Stream eure Community-Fragen. Auch auf Instagram unter Fomtastisch, da habe ich euch einen Fragebutton eingerichtet. Dann könnt ihr jetzt nochmal schnell, ja, gut 20 Minuten schreiben und dann stellen wir die Community-Fragen an diese vier. So, und ich hänge das hier wieder ran. Und bevor wir an Stockelsdorf übergehen, ist, glaube ich, Denise, du willst noch jemanden grüßen. Genau. Ich grüße das Team Westerland, besonders Lars. Genau. Lars Schnittgart? Genau, Lars Schnittgart. Cool, warum grüßt du die? Ich bin ja des Öfteren mal auf Sylt und trainiere ab und zu auch mal bei der Männermannschaft mit. Weil mein Freund halt dort spielt und dementsprechend kenne ich die Jungs da. Lars ist eine Legende, das muss man ganz einfach mal sagen. Ja, die Legende von Westerland. Also, ihr seid gegrüßt. So viel können wir sagen und dann kommen wir jetzt zu... Bevor wir an Stockelsdorf übergeben, wir haben noch eine Kleinigkeit mitgebracht für Vom und Michel. Und zwar haben wir, in Duvenstedt trinken wir unsere Mischen immer schön aus den Duvenstedt-Bechern. Und, ach, wie cool. Ihr habt jetzt auch so einen. Und wir haben ja, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, ordentlich Urmelmurmel getrunken im Traktor. Und damit ihr auch mal auf den Geschmack... von Urmelmurmel kommt, haben wir euch heute noch eine Flasche Urmelmurmel gemacht. Also, jetzt musst du uns ganz kurz erklären, was ist Urmelmurmel? Vielleicht kennt ihr das, also ich kenne es auch unter Möwenschiss oder Bullensperma. Ich finde aber Urmelmurmel klingt auf jeden Fall besser. Schöner. Das ist eigentlich Maracuja-Saft, Wodka, Buttermilch und ein bisschen Zucker. Schmeckt ziemlich gut. Also so. Wollen wir mal eine Runde Bohlensperma trinken? Oh ja. Oder? Ja, ne? Aus den Bechern? Ja, ihr natürlich auch. Ich glaube, Michel muss heute nicht mehr fahren. Ich schenke mal einen ein. Wer von euch muss noch fahren? Der ist dann, du musst noch fahren. Kleiner geht. Stockelsdorf. Nimm mal das nicht so leicht. So. Mein Papa ist auch Polizist, der beglaubigt dich sonst. Also, insofern, so eine Runde Bullensperma geht immer. Man hat sogar die Eulen noch drauf, ne? Kannst du das einmal in die Kamera halten? Ja, na klar. Oh, da ist die Eule noch. In welche dieser? In die hier, hier vorne, in die. Guck mal, da ist die Eule noch. Genau. Vielleicht ist auch, ja, sehr gut. Wir sind ja die Eule. Ich riech das bis hier wirklich. Das ist noch ein Kilometer entfernt. So, danke, reicht. Oh. Achso, ist für Michel. Bei Michel geht ein doppelter Schluck. Der trinkt keinen Alkohol. Ich trinke. Michel, soll ich für dich mittrinken? Da kriegen wir die Sendung heute nicht mehr unfallfrei über die Bühne. Gut. Komm, wir trinken auch ein. Wir müssen mit dem Zug extra angereist. Ah. Ihr seid extra mit dem Zug angereist? Das finde ich hervorragend. Wenn du nach Westerland pendelst, hast du ja eh Bahnerfahrung. Da ist so eine Flasche bis Westerland. Ist auch einfach schnell leer. Ne? Ja, ne?
So. Prost. Kleine Minibar hier. Jetzt bin ich gespannt, wer braut das Zeug zu Hause? Hier, nicht abknicken. Ich habe es heute gemacht, es ist aber, kann jeder in Duven steht. Also. Kann jeder? Vielleicht magst du uns das Rezept geben, dann kann Mama das noch in die Mandelhörnchen reinbuttern. Ich werde das zur Verfügung stellen. So, vielen Dank. Prost, cheers. Prost, Prost. Ne? So, auf die Meister. Das ist, auf die Meister. Kleine Heimtrunksendung. So. Mm, lecker. Oder? Mm. Ja, so jetzt können wir auch an Stöckelsdorf übergeben. Ein bisschen, das Eis. Ja. Muss ich nochmal nachschmecken. Ich habe jetzt so. Wir machen auch gleich mit Geschenken weiter. Möchtest du die Sendung jetzt einfach übernehmen? Ich trinke. Nee, wir machen jetzt auch mit Geschenken weiter. Halt mal. Noch mehr Geschenke. Was ist denn hier? Ist heute kein Schnaps. Kein Schnaps, jetzt bin ich enttäuscht. Der ist alle. Den ATSV Stockelsdorf-Becher kriegt ihr beide. Wollen wir den auch noch voll machen? Dann lecker. Michel trinkt das ja nicht. Michel kann nicht deine Flasche bekommen. Dann könnt ihr euch schön Wimpel aufhängen, wie auf deinem Balkon vielleicht. Oh ja, überragend. Ich leg das mal hier hin, Michel, für dich. Überragend. Das ist, guck mal hier mit unserem Namen drauf. Hier noch ein ATSV-Becher. ATSV Stockelsdorf Schlüssel. Ihr habt die richtig. Der Fanshop ist alle jetzt. Merchandising. Und dann gibt es hier auch noch so einen Pin. Wenn du mal einen Stock möchtest stoppst, du das Mikro erstmal halten, dann kannst du das oder du hältst es. Ja. Also, warte, wir fassen mal zusammen. Dann kriegt ihr noch so einen Pin, wenn ihr mal in Stockelsdorf seid, dann könnt ihr den euch ans Jackett stecken. Der leuchtet auch. Oh. Rausmachen. Und dann haben wir auch noch ein paar Aufkleber, weil Stodo wird 2019 125 Jahre. Guck mal, dann kannst du es doch gleich hier mit drauf. Ja, genau. Ne? Den Bundesliga-Rekord holt sich Claudio Pizarro auch noch. Guck mal, dann klebt Stodo hier drauf. wollt ihr auch einen Schlüsselanhänger? Gerne, klar. Wenn wir zu euch kommen, dann können wir gleich das Auto und einen Aufkleber. Und den Pin könnt ihr euch dann ja auch an die Trainingsjacke stecken. Vielen Dank. Bitte. Ihr macht euch bitte so warm, ja? Mit Pin. So, da ist der Pin. So. Ja, das ist die kleine Geschenkesendung zum Ende der Saison. Ja? Da können sich andere Gäste dann in den nächsten Wochen ein Beispiel dran nehmen. Wir nehmen gerne auch Getränke. Die Becher und die Tassen sind jetzt vorhanden. So, ihr hattet doch auch schon was vor der Sendung. Nein. Nein, Spaß beiseite, aber ich glaube, es ist über Facebook vorhin ein Kommentar auch von Marco Piotraschke gekommen hinsichtlich eures Rituals. Das soll, glaube ich, jetzt in die Durchführungsbestimmung beim HVSH, dass das auch in den Besprechungen vor den Spielen eingeführt wird, dass dort ein kleiner Umtrunk genutzt wird. Finde ich gut. Ich bin zwar ja raus als Trainer, denn dann kriege ich keinen Schnaps mehr, aber dann trinke ich halt auf der Tribüne. So, wir werden auch wieder ernst. Also, bei uns heute Stockelsdorf 2. Ihr seid Meister in der Landesliga Süd. Letztes Jahr schon relativ weit oben gewesen. Zweiter, aber ihr habt damals auf die Quali-Spiele verzichtet. Warum? Genau. Ja, wir hatten da so eine interne Abstimmung innerhalb der Mannschaft und die ging ganz knapp, ich glaube 7-9 gegen die SH-Liga aus. Und ja, dann haben wir gesagt, dann starten wir nochmal in der Landesliga und holen dann erstmal den Meistertitel. Haben uns dann auch mit Biene verstärkt, die kamen dann aus der ersten, aus der Oberliga zu uns runter. Mhm. Und ja, jetzt sind wir Meister. Biene, auch Stine, glaube ich, aber vor allem Britta. Ja. Bist du? Du hast nicht nur Oberliga-Erfahrung, du hast auch schon noch höherklassig, glaube ich, gespielt, oder? Ja, ich habe vor 7 Jahren mal bei den Raubmöwen gespielt, zweite Liga. In Travemünde? Genau, in Travemünde. Und das auch erfolgreich 7 Jahre lang. Ja, war eine geile Zeit. Also handballerisch tatsächlich die geilste Zeit auch, die ich bis jetzt hatte. Wann bist du dann nach Stockelsdorf gegangen? 2012. Und seitdem komplett erste Mannschaft immer gewesen? Und genau, dann erste Mannschaft Oberliga. Wir sind damals mit 3 Leuten aus Travemünde nach Stockelsdorf gegangen. Und dann Oberliga, ja jetzt auch 7 Jahre lang tatsächlich. Und jetzt aus Zeitgründen in die zweite. Wie war's in der zweiten? Was für eine Saison? War es bei euch auch so klar, wie bei Alduven steht von Beginn an weg, dass ihr oben wegmarschiert? Oder wie war es in der Landesliga Süd? Erklär uns die Situation. Ja, es waren schon einige Spiele tatsächlich echt knapp. Ich glaube, wir haben jetzt letztendlich 2 verloren. Zu Hause jetzt vor ein paar Wochen gegen... Wift?
Genau, Wift, verloren. Da war die Saison aber, also wir waren schon Meister. An dem Wochenende vorher gegen Tilslöwen. Meister geworden, das haben wir gewonnen, auch relativ deutlich, ich glaube mit 6-7 Toren. War das das Sonntagsspiel? Das war das Sonntagsspiel, genau. Und ja, dann jetzt am Wochenende tatsächlich den Sack zugemacht. Also es war vorher schon klar, aber jetzt... Gegen wen habt ihr gespielt und wie ging es aus? Der Trainer weiß alles aus, ja, das ist Mr. Statistik hier. Also jetzt am Sonntag, meinst du gestern? Da haben wir gegen Todesfelde Lietzen 2 gespielt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, da lagen wir 1-4 hinten, Halbzeit dann 17-12 geführt und Endstand dann 33-17. So viel zum Thema Luft ist nach einer Meisterschaft raus, ganz im Gegenteil. Da nicht. Liegt es auch am Trainer, dass ihr dann, dass er euch nochmal pusht? Was sagst du als Torhüterin über euren Trainer? Ja, unser Trainer. Ich finde es schade, dass er geht. Jojo ist tatsächlich einer der wenigen Trainer, der sowohl menschlich als auch fachlich echt top ist. Ich glaube, Jojo fährt die ganze Woche zu irgendwelchen Spielen, guckt sich Spieler an. Also ich kenne außer Andreas Jura, mein damaliger Raubmöwentrainer, keiner, der, genau, jetzt in Wattenbeck, kein, der so gut vorbereitet ist wie Jojo. Wäre schön, wenn wir Spielerinnen das auch wären. Aber ja, toller Trainer, schade, dass er geht. Ich hoffe, er wird noch ein bisschen was im Hintergrund machen. Ja. Toller Trainer. Wir sprechen gleich noch darüber, warum du jetzt aufhörst. Aber ganz kurz, was sagt denn der Trainer über die Torhüterin? Menschlich 1A. Ja, durch ihre Zweitliga-Erfahrung natürlich ein super Rückhalt hinten im Tor. Und was mega ist, ihre Pässe. Der kann man, also die kann man nachts um 3 wecken, Augen zu binden und die spielt die Pässe trotzdem genau dahin, wo sie sollen. Genau, doch, also zu 90% schon. Also das ist so ihr, ich finde, das ist so ihre Stärke, so diese langen Pässe. Wir spielen halt viel Tempo und die fliegen ziemlich hoch und senken sich dann genau bei 9 Meter immer da bei unseren schnellen Außen und also ja, die machen dann das Tor. Also seid ihr nur über die erste Welle gekommen? Also ich sag mal 60-70% unserer Tore machen wir über die erste Welle, ja. Sensationell. Und was sagt der Trainer über die Mannschaft? Habe ich gestern auch, gestern haben wir noch zusammengesessen beim Griechen, da musste ich dann ja auch noch so eine kleine Rede halten, weil ich ja nun nach der Saison aufhöre. Dann habe ich halt gesagt, dass das menschlich halt total gut gepasst hat mit uns und ja, dass ich die Zeit einfach nie missen möchte mit dieser Mannschaft, die 2 Jahre, die ich mit denen erlebt habe. War toll, sportlich sowie menschlich. Vor 2 Jahren bist du nach Stockelsdorf gekommen, wo warst du vorher? Davor habe ich eine Handballpause gemacht, ich wollte eigentlich gar nicht mehr. Davor war ich bei der Lübecker Turnerschaft. Und ich war eigentlich lange in Grömitz. Ich bin ja auch Urgrömitzer, war da auch Handballabteilungsleiter. Ich habe in Grömitz eigentlich alles gemacht und war dann auch noch beim VfL Bad Schwartau, als ich studiert habe in Hamburg. Da habe ich in Lübeck gewohnt, so die Mitte zwischen Grömitz und Hamburg, Studienort. Und in Schwartau bin ich dann auch Vize-Landesmeister geworden in Erziehung. So, das war auch toll. Und dann war ich auch noch bei Lübeck 76, da habe ich dann die ganz Kleinen mal trainiert. Das war auch nett. Da habe ich übrigens Max Folcher zum Torwart gemacht. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, Jeff. Die HSG Ostsee. Ja, da hinten im Rückhalt. Max Folcher, aber auch Markus Noel, glaube ich. Genau, den habe ich, hab ich beim VfL Bad Schwartau auch zum Torwart. Das waren beides links außen. Und dann war irgendwie kein Torwart mehr da. Und dann habe ich das mit denen ausprobiert. Und man sieht ja, es hat geklappt. Wir müssen mal so ein Dreier-Interview machen. Ich finde, wir machen für in der Sommerpause, treffen wir uns mal. Wenn ihr jetzt zuhört, Max. Und also, oder? Ja, von mir aus gern. Und dann machen wir mal so ein Revival. Denn Sprungwurf führt ja die Menschen auch wieder zusammen nach der ganzen Vergangenheit. Also das sagst du über deine Truppe und über deinen Weg. Ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Nee, ich war soweit fertig. Das finde ich sehr gut. Ich war auch kurz irritiert, dass mein Becher hier jetzt sehr voll gemacht ist. Auch wir helfen dir nachher. Gottes Willen, ja, ich hoffe. Ich habe mir aufgeschrieben, das, was du gerade schon angerissen hast, Tilslöwen, war das entscheidende Spiel. Wie war es auf der Platte? Ihr geht vor dem Spiel rein, wisst, ihr könnt heute Meister werden. War es dann runterspielen oder war Anspannung zu spüren? Ja, es war schon ein besonderes Spiel. Ne? Es war nicht nur runterspielen. Es war tatsächlich auch ein Spiel, wo alles ziemlich gut geklappt hat. Keine Ahnung, ob das jetzt Zufall war oder tatsächlich doch diese Anspannung, die man irgendwie vom Spiel ja auch braucht. Ja, wir hatten halt einfach wirklich durch die Mannschaft weg, durch die Bank weg, einen guten Tag. Also es war tatsächlich auch eines der besten Spiele, die wir diese Saison gemacht haben. Das, ich glaube, Tilslöwen auch sehr weit oben rangiert in der Tabelle. Genau, die Zweiter sind jetzt sogar, ne? Zweiter geworden, ja. Also war es auch noch das absolute Spitzenspiel. Ja. Hätte Tilslöwen an dem Tag noch Meister werden können, selber? Oder war es... Ich glaube, du bist der Theoretiker. Das war, glaube ich, 3 oder 4 Tage, Spieltage vor Schluss. Also
dann hätten wir, glaube ich, fast alles verlieren müssen. Also durch den Sieg waren wir dann nicht mehr einzuholen, waren wir 6 Punkte, glaube ich, vor. Und jetzt am Ende waren wir 7 vor. Und eben haben wir gehört, dort wurde mit Traktor gefeiert. Wie habt ihr in Stockelsdorf gefeiert? Habt ihr auch eine Karawane durchs Dorf gezogen? Nee, das war ja, wie gesagt, ein Sonntagsspiel. Da gab es dann vor der Halle, gab es eine Bierdusche von dir, glaube ich. Ne? Das war so das Einzige. Und wir haben die Woche später, haben wir dann am Samstag uns mit der Mannschaft, da hatten wir spielfrei. Und da sind wir dann zu Schrotti, das ist von LT, die Sportkneipe Anpfiff. Hallo Schrotti. Da haben wir auch schon mal eine Weihnachtsfeier gemacht, das ist immer ganz nett da bei ihr. Und da haben wir dann, ja, Party gemacht. Bei Schrotti? Mhm. Schrotti macht die Partys in Stockelsdorf. Nee, in Lübeck ist in das. In Lübeck ist sie. Mhm. Bei der Lübecker Turnerschaft. Sensationell. So, und jetzt haben wir aber schon gehört, du hörst auf. Warum? 25 Jahre war ich jetzt Trainer. Ja, wie sagt man? Silberhochzeit. Ja, Silberhochzeit, Vierteljahrhundert, Trainer. Und besser kann ich eigentlich nicht aufhören. Wir haben einen Steckbrief von dir, da steht's. 42 Jahre. Die Trainerkarriere fängt doch erst an. Oder nicht? Mit 42. Also ich bleibe jetzt erstmal ein bisschen im Hintergrund. Man weiß ja nie, was kommt. Aber erstmal bin ich jetzt nicht mehr da unten auf dem Feld, auf der Bank. Wann hast du wo, wie lange gespielt? Ich habe nicht so lange gespielt, weil ich hatte schon mit 18 meinen ersten Kreuzbandriss. Und das dauert dann immer ein bisschen, bis man wieder fit wird. Und dann kam relativ schnell, als ich wieder in Gange war, der zweite hinterher. Da habe ich auch schon Jugendmannschaften trainiert. So, und dann habe ich mich dann irgendwie aufs Trainieren spezialisiert. Und ja, im Jugendbereich am Anfang vornehmlich auch recht erfolgreich mit Grömitz, meinen Jungs. Und ja, wo ich dann danach war, habe ich ja schon erzählt. Bester Sport der Welt. Aktiv spielen ja nicht mehr nur noch Trainerbank. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Der große Tennis-Roland-Garros-Fan, Rafael Nadal-Fan, ist ja jetzt bald wieder soweit. Wir haben schon wieder Mai. Ja, geht bald los. Wer gewinnt? Rafa, Nummer 12. Aber ich habe heute, glaube ich, gesehen, Federer ist auch wieder mit dabei. Ja, Roger Federer. Ja, der ist auf Sand nicht so gut. Das stimmt allerdings. Aber dann in Wimbledon wieder. Wir haben auch von dir einen Steckbrief. Und den gibt's jetzt. Du musst uns noch ganz kurz oder mir nochmal das ganz kurz erklären. Du heißt Britta, wirst aber Stine genannt und auch Biene. Das ist Dreifach-Doppelname sozusagen. Ja, eigentlich heiße ich Britta, bin auch so geboren. Und ab dem 4. Lebensjahr ungefähr war es dann Stine. Nee, also Stine kam zu Bunte Kuh-Zeiten. Da waren wir in Dänemark in einem Trainingslager und da gibt es diese Spiele, was bin ich? So mit so Umklappfiguren. Und da hatte ich irgendwie, also heißen die alle Trine, Stine, Katharine. Und ich hatte Stine. Und mit Stine habe ich immer gewonnen. Und seitdem war ich irgendwie Stine. Seitdem bist du Stine. Ja. Und da sehen wir es nochmal, was du auch schon gesagt hast. Also seit 2012 bist du in Stockelsdorf. Weil Handball mehr als Sport ist, sind Emotionen, Kampf und Geist vereint in einer Sportart. Und außerdem ist es der authentischste Sport, den ich kenne. Was für ein Plädoyer. Was für ein, genau, von Stefan Kretschmer. Habe ich abgeschrieben. Echt? Ja. Wortwörtlich. Halleluja. Ja, kann ich sehr empfehlen. Cooles Buch. Das stimmt. Ich habe heute von Ruth Moschner einen Tweet gelesen, den hat sie zur WM im Winter rausgebracht, wo sie gesagt hat, ich bin Fußballfan, aber die echten Kerle gibt es nur im Handball. Ja, kann man unterschreiben. Unterschreibt ihr? Ja. So, was ihr mir jetzt noch erklären müsst, können wir hier nochmal die Kamera halten. Ihr werdet 125 Jahre, da haben wir es. Das ist schon mal der Aufkleber. Und zwar dieses Jahr. Wie feiert ihr und wann? Wo muss man hinkommen? Mit dem Traktor durch Stockelsdorf. Schön wär's. Nee, wir feiern im Vereinsheim, glaube ich, ne? Mhm. Und es gibt tatsächlich sowas wie so eine Karawane. Ja, so ein Sternenmarsch oder wie nennt sich das? Genau, durch Stockelsdorf. Ja, mit allem Mann. Also ich glaube, durch sämtliche Sportabteilungen. Mhm. Einheits-T-Shirts, Jugendabteilung ist dabei. Und danach weiß ich gar nicht, was geplant ist. Ich glaube, grillen, was trinken. So in die Richtung. Oder hast du nähere Infos? Nee. Genau. Der Trainer sagt es genauso. Blick voraus. Du bist nicht mehr auf der Trainerbank, aber magst du trotzdem eine Prognose geben für die Liga höher? Ja, wir haben jetzt natürlich auch ein paar Abgänge zu verzeichnen. Ja, auch hochkarätige, muss ich sagen. Die uns schon fehlen werden. Sowohl sportlich als auch menschlich. Wir haben aus unserer A-Jugend haben wir jetzt schon 3 Zusagen. Und Lara Kiekbusch, die hat vor 2 Jahren, als es Travemünde in der 3. Liga noch gab, da gespielt.
Das ist auf jeden Fall eine Verstärkung. Ich bin ja noch bis zum 30.06. im Amt. Ich bastel noch so ein bisschen am Kader und habe da noch so vielleicht die ein oder andere in der Hinterhand, aber das ist noch nicht offiziell. Ich hoffe, dass das dann vielleicht noch klappt. Und Prognose für die Liga. Ja, ich sag mal, als Aufsteiger hast du immer irgendwie einen Bonus, da bist du immer noch so ein unbeschriebenes Blatt und kannst vielleicht den einen oder anderen nochmal überraschen. Aber ich schließe mich euch an, also Klassenerhalt sollte vorerst das Ziel sein. Und wer kommt auf die Trainerbank? Weiß man das schon? Das entscheidet sich hoffentlich Ende dieser Woche. Also da können wir noch nicht sagen. Okay. Ja, das entscheidet sich hoffentlich Ende dieser Woche. Kleiner und, Tipp? Nee, lieber nicht. Schade. Dann gibt's Ärger. Was erwartet ihr als Team von der Liga höher? Wir haben es eben schon gehört, was das für eine Liga ist. Was glaubt ihr, was ist drin? Ja, also wir saßen tatsächlich auch mit der Mannschaft zusammen, haben überlegt, ob Schleswig-Holstein-Liga ja oder nein. Da wir aber tatsächlich ja dieses Jahr souverän Meister geworden sind, glaube ich, hätten wir uns auch ziemlich lächerlich gemacht, nicht aufzusteigen. Und ja, was erwarten wir? Spannende Spiele auf jeden Fall. Ja, coole neue Mannschaften auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, dass wir da uns irgendwie doch irgendwie im Mittelfeld vielleicht etablieren können. Das Potenzial, glaube ich, haben wir. Wir haben eine coole Mannschaft zusammen. Ja, ich freue mich auf einige alte Weggefährten aus Travemünde. Jennifer Knust, Sülfeld. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, und ansonsten kenne ich persönlich die Liga nicht so wirklich. Also ich lasse mich da eigentlich überraschen. Aber ich freue mich. Dafür wünsche ich euch alles, alles Gute. Wisst ihr eigentlich, dass, oder weiß die erste Mannschaft, ihr seid ja jetzt eine Liga unter der ersten Damen. Ja. Ihr setzt die ja so langsam unter Druck. Wir haben ein bisschen Stress jetzt. Dass ihr nachher nochmal auf die oberen Plätze schielt. Ja, keine Ahnung, was an der ersten so passieren wird. Vielleicht meldet sich Herr Schleicher ja nochmal dazu. Ich denke, dass die erste auch den Klassenerhalt schaffen wird und wir dann auch in der Schleswig-Holstein-Liga und dann ist alles gut. Also wir werden uns da nicht so wirklich mit der ersten vergleichen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Britta und Jojo, vielen Dank. Vielen Dank für die zahlreichen Geschenke. Ich wünsche euch, wann ist das Jubiläum? Genau? Wann feiert ihr? Da fragst du mich was. In der Sommerpause. Das ist jetzt irgendwann demnächst. Ja, genau. Ich glaube Mitte Juni. Also behalten wir im Hinterkopf, große Party in Stockelsdorf, Altuvenstedt, kommt im Traktor. So viel können wir schon mal vorweg sagen. Für Getränke wird gesorgt sein, kann ich euch versprechen. Wir machen einen kurzen Break, bevor es dann ans große Finale geht. Wer gewinnt, Altuvenstedt, Stockelsdorf oder Team vom Kroko? Und jetzt gucken wir uns Krivat an, unseren Medical Partner. Moin und herzlich willkommen bei Krivat Sport. Heute haben wir wieder vier Übungen für euch in 100 Sekunden und es geht um die vier Säulen Mobilisation. Ja? Für den Lauf brauchen wir eben in vier verschiedenen Gelenken maximale Mobilität. Ja, wenn man sich das mal anguckt, vom Oberkörper halt bis in den Zeh, um möglichst große Schritte zu machen und effizient zu laufen. Tore geht einmal quasi in die Hocke. Wir fangen an mit der ersten Säule, das ist die Großzehe. Wir klemmen den Handballen unter die Großzehe, klappen die Großzehe hoch und bewegen das Knie über die Zehen rüber. Ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber wir dehnen da eben unter dem Fuß die Plantarsehne. Die nächste Übung, die Säule Nummer 2. Die Hand kommt weg und wir lassen die Ferse am Boden und bringen das Knie über die Zehen herüber. Ja, da dehnen wir eben das Schwunggelenk und die Achillessehne und die Wade. Wir kommen weiter zur Säule Nummer 3. Das ist die Hüfte. Glaubt man gar nicht, aber das ist wirklich enorm wichtig beim Laufen, dass die mobil ist. Wir setzen uns hin, Knie sind 90 Grad angewinkelt und wir bringen jetzt eben jeweils zu einer Seite die Knie zum Boden. Der Oberkörper ist aufrecht und dann wieder zur anderen Seite. Hände könnt ihr ruhig nach vorne nehmen. Ja, immer hin und her und haltet den Oberkörper eben aufrecht. Mobilität für die Hüfte. Säule Nummer 4 ist die Brustwirbelsäule. Ja, auch beim Laufen ist es eben wichtig, dass wir in der Wirbelsäule mobil sind. Vierfüßlerstand, wir bringen eine Hand zum Boden, können sie sogar ablegen, wenn man wirklich so mobil ist. Und dann geht es hoch zur Decke mit der Hand. Und wieder runter.
und wieder hoch. Ihr werdet merken, wenn man den ganzen Tag im Büro saß, ist das wirklich auch eine sehr entspannende Übung. Das waren die vier Säulen, die euch in der Bewegung maximale Mobilität ermöglicht, ja, für mehr Effizienz und Leistung beim Laufen oder auch Handballspielen zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank an unseren Medical-Partner Krivat. Und bevor wir hier ins große Finale gehen mit Kroko, den wir hier schon mal ganz kurz aufgebaut haben, gucken wir nochmal ganz schnell auf unsere Community-Fragen mit dem Hinweis, dass die Tabellen zu den Oberligen und zu den SH-Ligen aktualisiert auf unserer Webseite Sprungwurf.tv zu finden sind. Jetzt aber ganz schnell rein in die Community-Fragen. Und ich habe ja schon vorhin gesagt, auf Facebook kam das mit Marco Piotraschke in eure Richtung, dass das jetzt also definitiv groß angekündigt wird in den, ich weiß nicht, Schiedsrichterbesprechungen vor dem Spiel oder so? Ja, auf dem Parkplatz schon. Ihr könnt das, auf dem Parkplatz schon. Er sagt auch schöner Pokal. Nina Thienemann schreibt geile Becher. Vielen Dank. Lars Schnittgart schreibt danke für die Grüße. Henning Jensen schreibt, warum Sprungwurf TV? Warum nicht ein ordentlicher Name? Was meinst du denn damit genau? Findest du jetzt ganz in Ordnung eigentlich? Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Sprungwurf ist nämlich ein Element im Handball und wird dort auch gerne mal genutzt. Also nur so für den Hintergrund des Namens. Hat was mit Handball zu tun. So, Jojo, ist dir kalt? Fragt Nico Schleicher. Mütze ist ja mal so mein Markenzeichen. Er trägt auch übrigens gerne Mützen. So, da stimmt ihr euch doch ab. So, das dazu, das war also eine kurze und knackige Antwort. Dann kommt noch eine Frage von Elsie aus eurer Mannschaft. Könnt ihr zwei nochmal das wunderbare Klingglöckchen Klingelingeling anstimmen? Was hat es denn damit zu tun? Ja, wenn das gefordert ist. Klingglöckchen, Klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Du, wenn steht es Meister, Mösche ist nur Zweiter. Oh, wie ist das bitter, die Pandas sind nur Dritter. Klingglöckchen, Klingelingeling, Klingglöckchen, kling. Jetzt gibt's Ärger morgen. Das ist eher nur für den internen Gebrauch, aber es wurde ja hier gefordert. Durchatmen, das gibt Revanche nächste Saison von Mönckeberg. Oder auch nicht, wir wissen es nicht. Birkako möchte noch wissen, Denise, hast du dein Meister-T-Shirt eigentlich vor der Sendung gewaschen? Vielleicht. Und Madita fragt, wie gut kannst du zaubern? Was hat das? Das müsst ihr mir jetzt nochmal erklären, wieso zaubern? Auf dem Feld? Oh. Ach nein. Ist das ein Zauberstab? Es war einmal ein Zauberstab. Den haben wir ein bisschen misshandelt bei unserer Aufstiegsfeier, tatsächlich. Ich glaube auch, Frau Jess war es tatsächlich, die den so misshandelt hat. Warum habt ihr einen Zauberstab? Ja, ich habe den, das ist tatsächlich meiner, den habe ich von zu Hause mitgebracht. Ich weiß nicht, ich fand das tatsächlich witzig. Und dann hatten wir den auf einmal. Ja, der lag anscheinend auf meiner Tasche und auf einmal war er dann weg und jetzt sieht das so aus. Also, vielen Dank, dass ihr ihn mitgebracht habt und diese Anekdote in der Sendung verraten habt. Es ist die spontane Sendung. Ach, guck mal, hier habe ich noch ein Schlüsselband gefunden. Es tauchen Dinge auf aus dem Untergrund. So, jetzt aber, deswegen bin ich überhaupt so nervös, kommt Kroko. Jeder gegen jeden. Ganz gleiches Spiel. Wir drücken die Zähne nach unten. Irgendwann beißt dazu. Wer fünfmal gebissen wurde, scheidet aus. Wer am Ende noch am Leben ist, gewinnt. Soweit, so klar. Es gibt auch leckere Mandelhörnchen, die ich euch empfehlen kann. Hier kommen sie angerichtet. Könnt ihr auch auf Instagram folgen. Ich bitte sehr darum. AM-Mandelhörnchen. AM-Mandelhörnchen. So, essen wir aber erst hinterher. Denn wir müssen erst mal gucken, wer gewinnt. Die Runde, seid ihr bereit? Aber sowas von. Malle darf anfangen. Emotion pur jetzt hier. So. Wir räumen auf. Wir müssen nochmal drehen für die Kamera. Geht das so? Ja, ne? Wir können auch so drehen. Dann hast du es auf der anderen. So, dann kommt dir die Laser Mac Sexy Tasse aus der letzten Woche nochmal zur Seite. So, Denise,
Nummer 1. Nee, bei 5 erst. Oh, das wird eine spannende Runde heute. Aber eine sehr spannende Runde. Um Gottes Willen, Freunde. Das ist Drama. Ja, 2. So. Oh, es bleibt wieder an Denise hängen. Ja, trau dich, ja. So, 2. Aber ich kann dich beruhigen, in der letzten Woche hat, ich glaube, Finn Kretschmer auch schon deutlich vorgelegt und am Ende hinten raus hat er noch gewonnen. Das wird vielleicht bei mir auch so laufen. So, natürlich. Du bist wieder dran. Es wird wieder extrem spannend. Oh, es sind wieder die letzten 2. Das gibt's nicht, ne? Malle. Oh, jetzt hat Malle verloren. Ich zauber vielleicht nochmal. Vielleicht wird das ja was. So, also 1, 2, 0, 0, 0. Oh! Du warst im Trainingslager. Da hat Kroko zugebissen. Jojo hat extra im Vorfeld trainiert. 1, 2, 1. Nein! Da war der doch eben schon. Ja. Ich hab gezaubert. 1, 2, 1, 0, 1. Oh! 2. Ich mach das wie für den Kretschner. Ja. 2. Oh! Auch 2. Ja, der hat Hunger heute. Er ist hungrig. Kroko ist hungrig. Britta hat noch eine weiße Weste. Nicht mehr. Eins. Ich hab, wie viel habe ich? 2? Nee. 1. Ein habe ich. Oh, 3. Was nochmal? So, 3. 2. Mhm. Das ist eine spannende Runde. Oh! 2. Ah, Coco ist on fire heute. So. Ach, ich bin dran. 4. Eiskalte Analyse vom Trainer. Nicht dein Tag. Ich hätte dabei sein sollen. Nummer 3. Ja. Oh. Auch Nummer 3. Ja. Freunde. Nummer 3. Was? Ja, Nummer 2. Nummer 2. Oh! War so gut. 4. Denise ist wirklich am Limit heute. Ach, das ist wirklich dramatisch. 4. Altduven steht beide 4. Aber Denise hält sich wacker. Muss ich auch sagen. Du hast 2. Ich habe auch 2. Oder habe ich schon 3? 3 habe ich schon. Du hast 4. 4, 3. Entschuldigung. Ist der Alkohol. Also Leute, ihr wisst jetzt Bescheid, er braucht Alkohol. Bloß nicht. Oh nein.
Nein! Ja, okay. Es tut mir leid. Mal ist raus. Oh, wir müssen uns auch von dir verabschieden. Einer von uns dreien wird sein. Jojo! Drei. Vier. Dramatische Stunden bei Sprungwurf.tv für Leute, die einschalten gerade. Es ist wirklich dramatisch. Weißt du, bei Denise oder bei mir haben wir verloren. Du hast noch einen. Bam. Jetzt. Yes. Nein! Das ist problematisch. Denise versus Jojo. Oh, 4 zu 4. Finale. Letzte Runde. 4 gegen 4. Denise vorneweg. Oder bleiben wir bei unentschieden? Nein, auf gar keinen Fall. Es geht hier um die Mandelhörnchen. Unentschieden ist unattraktiv. Du bist dran, ne? Mhm. Nicht schon wieder den. Den nicht? Nee. Doch, ich riskiere das. Ja. Es ist unglaublich. Denise hat gewonnen. Unfassbar. Herzlichen Glückwunsch. Und dafür darfst du dir hier das erste Mandelhörnchen des Abends aussuchen. Vielen Dank. Vielen Dank an deine Mutti. Nummer zwei. Ich nehme auch das mit der Pistazie. So. Vielen Dank, Mutti. Vielen Dank, Mutti. Ja, vielen Dank. So. Jetzt, wir machen es natürlich taktisch völlig falsch. Erst das Getränk, dann das Essen. Wobei viele werden sagen, taktisch völlig richtig. Cheers, in dem Sinne. So. Wunderbar. Schmeckt euch? Ja, sind echt gut. Und wenn jetzt noch das Getränk, dann ist es. Wenn jetzt noch das Getränk, ne? So. Hier trinken Kaffee. Kannst du dippen? Wir können auch. Bitte? Dippen. AM Mandelhörnchen. In diesem Sinne sage ich euch vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die vielen Nachrichten aus der letzten Woche. Viele haben uns als Anregung gegeben, dass es eine tolle Sendung war. Sehr, sehr unterhaltsam und auch locker, und genauso in dem Sinne wollen wir es weiterführen. Das ist es dann eben auch bei Sprungwurf TV, bei Anwurf das Handballmagazin. Wir wollen locker über Handball plaudern, wir wollen zwischendurch Spielberichte und eben auch wichtige Dinge klären, wie heute mit dem Präsidenten des Hamburger Handballverbandes. Vielen Dank an Knut Lange für das Interview. Und dann wird man eben auch wieder locker hier und lässt sich von Kroko beißen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ich auf jeden Fall. Ich danke euch. Alles Gute für die Sommerpause, nicht verletzen. Die ihr noch spielt, euch auch alles Gute, und dann sehen wir uns nächsten Montag wieder hier live bei Anwurf, das Handballmagazin auf Sprungwurf TV. Bis dahin, macht's gut, euer Form. Ciao.